Mangelernährung im Alter kann viele Gesichter haben sozusagen. Zum einen ist es der Muskelverlust, Energieverlust. Die Patienten werden schlanker, dünner. Zum anderen kann es aber auch sein, dass bestimmte Nährstoffe fehlen, bestimmte Vitamine fehlen, die eben auch zu einer Mangelernährung führen können. Mangelernährung ist per se manchmal gar nicht so schnell und einfach zu erkennen. Nach außen, von außen betrachtet, kann man den Patienten das dann manchmal schon ganz gut ansehen, wenn man sieht, die Beine sind dünner geworden, die Muskulatur hat abgebaut. Andersherum sehen wir Ärzte, können natürlich auch anhand der Labordiagnostik einige Parameter erheben, wo wir sagen, das geht Richtung Mangelernährung. Ganz wichtig ist aber vor allem auch die Anamnese, das Gespräch mit dem Patienten und dadurch zu eruieren, wie die gesamte Ernährungssituation zu Hause ist. Vorbeugen ist eigentlich relativ einfach, indem man mit Genuss und Freude vielfältig und bunt isst. Für die Angehörigen eine kleine Empfehlung, ruhig die Eltern, Tante, Onkel beobachten. Hat sich im Ernährungsverhalten was geändert? Sind sie schmaler geworden? Wie ist die Versorgung zu Hause? Wer kauft ein? Um einfach dann eben auch einer Mangelernährung dadurch vorzubeugen.